Also Grunde nicht, weil es einfach hässlich ist. Niemanden Gratulation. Und wem ist das passiert, dass ein Projekt wirklich super war? Schön, hat funktioniert, die Kunden haben es geliebt, meinetwegen war sogar SEO erfolgreich. Und dann hat schlicht und ergreifend am Schluss die Kohle gefehlt. Kommt schon vor, ja. Also, wenn ein Ding nicht funktioniert, ist das Projekt trotzdem nicht in Ordnung. Spoiler, Kommunikation ist so das Allerwichtigste. Ja, also bei allen Bereichen. Und ich habe mir erlaubt, da den Herrn Paul Watzlawick rauszukramen. Der hat gelebt von den 20er Jahren letzten Jahrhunderts, glaube ich, gestorben ist er 2007, der Kommunikationstheoretiker auch war, unter anderem. Und ich glaube, wir sollten uns das Thema Kommunikation theoretisch anschauen, damit wir praktisch ein bisschen was davon lernen können. Er hat so 5 pragmatische Axiome aufgestellt, die erklären sollen, wie die menschliche Kommunikation funktioniert und wie paradox sie auch ist. Die Sprache oder die Kultur, beide Zitate findet man, sind auch das Betriebssystem des Menschen. Und ob wir, das ist sozusagen der Programmcode, in dem wir kommunizieren. Ich finde, das ist ein wunderbarer Gedanke, den man immer mit bedenken sollte. Erstes Axiom ist, man kann nicht nicht kommunizieren. Das heißt, das Telefon läutet, der Lieblingskunde ist dran und ich hebe nicht ab. Damit kommuniziere ich. Ja? Das ist halt so. Eine E-Mail kommt, ich sehe sie, ich antworte nicht. Trotzdem gebe ich meinem Gegenüber eine gewisse Botschaft. Muss das jetzt immer schlecht sein? Nein. Beispiel, ich habe Kunden, die neigen dazu, mich anzurufen, weil sie wissen, hey, der Harry, der antwortet denen. Deswegen rufen sie an. Jetzt rufen die an, bevor sie nachdenken. Das heißt für mich ein Aufwand, ja, und für die, die haben eine Antwort und haben nichts dafür getan. Das heißt, den kenne ich. Ich hebe nicht ab. Natürlich als Dienstleister rufst du den zurück. Je nach, man kennt das in den Pappenheimer 3, 4, 5 Stunden später. Ne? Und was sagt er dann drauf? Ja, danke, dass du zurückrufst, ich habe das Problem in der Zwischenzeit lösen können. Das heißt, eine Nicht-Kommunikation kann durchaus als Kommunikation sogar befruchtend sein. Ja? Nicht telefonieren ist übrigens immer eine gute Idee. Die zweite Geschichte ist, dass jede Kommunikation einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt hat. Das heißt, wenn die Beziehung zwischen den Menschen gut ist, dann ist dieser Aspekt weniger und die Beziehung kann ungehindert, die Information kann fließen. Wir stellen uns folgenden Dialog vor. Könntest du bitte die Schrift bei dem Projekt ändern? Du hast mich nicht mehr lieb. Die Beziehungsebene innerhalb einer Beziehung funktioniert nicht. Ne? Das heißt, wenn ich kann sagen, was ich will, es wird nicht funktionieren, wenn ich innerhalb einer Beziehung sein will. Das geht nicht nur in Privatbeziehungen, das geht natürlich auch in anderen Beziehungen, wenn ich irgendwie eine Störung verursache durch Parkplatzraub, zu spät kommen, eine Mahnung schreiben für eine Leistung, die man liefert hat und nicht bezahlt wurde oder sowas, dann kann die Beziehung schon durchaus gestört sein, auch zu einem Projektkunden. Da ist es gut, die wiederherzustellen. Das dritte Axiom sagt, dass Kommunikation immer Ursache und Wirkung ist. Das heißt, alles, was wir tun, ist bereits eine Reaktion auf etwas, was vorher passiert ist. In unserem Fall stört uns das nicht. Es macht nur Sinn, sich ein bisschen bewusst zu sein. Es ist halt kein Zufall, warum mich der Kunde anruft. Der hat ja vielleicht einen Impuls gekriegt. Und den Impuls hat er gekriegt, weil irgendwer anderer irgendwas davor getan hat. Und das geht nicht nur zwischen zwei Leuten, sondern das geht auch in einem Kreis. Das heißt, irgendwo ist immer einfach runterschalten. Wenn er kommt und am Telefon sehr unwirsch ist, dann ist es nicht, weil ihr abhebt, sondern vielleicht, weil einfach vorher was passiert ist. Einfach zur Kenntnis nehmen, hilft. Und da sieht man, dass diese Axiome ein bisschen älter sind. Menschliche Kommunikation bedient sich analoger und digitaler Modalitäten. Digital heißt einfach nur konkret ausgeschrieben, also verbalisiert und nicht und analog heißt in diesem Zusammenhang einfach nicht. Das heißt, wir stellen uns vor eine schöne Zoom-Konferenz
und da sitzt einer drinnen in dem Fenster rechts oben und der schaut irgendwie super traurig. Der kann jetzt super traurig schauen, weil der Hund gestorben ist, weil das Essen zum Mittag nicht gut war, weil irgendwas passiert ist. Er kann aber auch super traurig schauen, weil wir ihn irgendwie in diese Trauer getrieben haben, durch die falsche Typografie auf unserem Entwurf. Ja? Das heißt, was kann man machen? Wie kann ich das lösen, das Problem, das auftaucht, wenn es eine negative Emotion ist, die ich sehe, vorsichtig nachfragen. Sag, du schaust traurig, stimmt was nicht? Dann sagt er vielleicht, na, bei dir ist eh alles okay, aber ich habe Bauchweh. Ja, das kommt vor. Wenn er aber sehr fröhlich ist oder es eine positive Emotion ist und ich denke mir, jö, schön, der freut sich über die Qualität meiner Produkte, die ich ihm jetzt gerade vorstelle, und er sagt, na, das ist mir völlig egal, ich habe gerade im Lotto gewonnen. Ja? Also, hinterfragen der Emotion, dadurch in diesem Sinn digital werden und dadurch die Ebene auf Ebenen herstellen. Das fünfte Axiom sagt, dass Kommunikation immer symmetrisch oder komplementär ist. Symmetrisch heißt, man kommuniziert, wir kennen das aus dem Sprachgebrauch, auf Augenhöhe miteinander. Und weil wir auf Augenhöhe sind, stört nichts, wir können miteinander reden. Wer kennt das? Du gehst in eine Besprechung rein und der schaut, du merkst schon richtig, dass man von oben nach unten, man wird richtig betoniert. Es findet nicht statt. Ja? Kennt das wer? Kommt vor. Und die andere Hälfte von uns kennt die andere Seite. Das heißt, du sprichst mit jemandem, du kriegst keine Antwort. Da steht irgendwer drin und sagt, ja, ja. Und du weißt, das Ja bedeutet gar nichts. Ja? Also, was kann man dagegen tun? Auch hier wieder die Ebene herstellen. Wir kennen das, besonders im Gesundheitswesen kommt das oft vor, dass Leute so versuchen, die Ebene herstellen. Ich war, weil eben alt, jetzt bei so einer Vorsorgeuntersuchung für so Karotis, Schall und so, und ich liege da in diesem abgedunkelten Raum, wunderbar entspannt drinnen, kommt einer rein, so 30 Jahre geschätzt halt, ne? Surfertyp, groß, langhaarig, links, ne? Und dann schaut er so auf mich runter und ich denke mir, dann sagt er, na, wie alt sind wir denn? Wir kennen das. Geht's uns heute gut? Haben wir schon gegessen? Ja? Das ist ein, was versuchen die? Die versuchen unterbewusst einfach die Symmetrie wiederherzustellen. Das ist natürlich mit, wie alt sind wir denn, nicht erfolgreich gewesen. Die Auflösung der Situation war, sage ich, ich weiß nicht, wie alt du bist, aber ich bin 55. Ja? Und damit hat man sozusagen diese Situation aufgelöst, eine gleiche Ebene hergestellt und kommt damit raus. Also Kommunikation ist entweder symmetrisch oder komplementär. Wenn wir also wissen, dass Kommunikationsfehler passieren, ist die Lösung von diesen Fehlern immer in der Kommunikation zu suchen. So einfach ist es. Ja? Der zweite Bereich, den wir uns anschauen müssen, sind vermeidbare Fehler in der Technik. Und da kommen wir in den Bereich, der super ist. Ja, da kennen wir uns aus, ne? WordCamp, gute Sache. Und da kann man die Fehler wieder unterscheiden in zwei große Bereiche. Das eine ist Fehler, die man beim Setting machen kann. Ist es immer eine gute Idee, WordPress als CMS zu nehmen? Nein. Nichts ist immer eine gute Idee. Ja, kann nicht sein. Es gibt einfach Projekte, da ist WordPress entweder falsch, weil halt ein echtes, größeres, anderes Shop-System richtig ist, oder viel öfter ist es so, dass WordPress viel zu groß ist und man die Sachen mit einer statischen Lösung vielleicht hinkriegen könnte. Fehler, die wir alle gemacht haben. Bitte, wer hat noch nie ein falsches Theme gewählt? Traut sich keiner summen, nicht? Ja, da könnte man jetzt aufsprechen, sagt, mir ist das gelungen. Ne? Das passiert einfach. Oder falsche Page-Bilder und dann natürlich die falsche Plugin-Auswahl. Das sind Fehler, die wir die ganze Zeit machen. So, was mache ich jetzt, wenn ich so einen Fehler erkenne? Ich löse ihn so früh es geht auf. Das tut weh. Das tut sau weh. Ja? Du bist irgendwo mittendrin und kommst drauf, das haut nicht hin. Und trotzdem bitte schneidet euch ins Fleisch, bis das Blut spritzt. Es ist billiger. Es ist einfach besser. Ich habe, manchmal macht man Fehler in größeren Zusammenhang, indem man ein Projekt übernimmt
Und das war halt ein WordPress-Projekt, das war aufgebaut mit WPML und Toolset. Ja? Da waren 136 Produktdaten mit einem ganzen Rattenschwanz an, sagen wir mal, 800, 900 Files damit verbunden und Toolset. Kennt wer Toolset nicht? Toolset ist so ein bisschen eine funktionelle Alternative zu ACF. Und ich habe mich breitschlagen lassen und habe gesagt, nein, wir ändern das nicht, wir lassen das auf Toolset, das haben wir WPML irgendwann mal durch Polylang ersetzt und haben das Ganze umgebaut, alles umgebaut, dieses Toolset ist immer noch drinnen, seit Jahren. Was mich das gekostet hat an Ärger, Nerven, Schweiß und Tränen, weil es immer noch da ist, ich habe es nicht rausgeschnitten, ja? Schneidet es raus, nehmt kein Tool, das ihr nicht wollt. Ja? Bei all diesen Tools ist immer die Frage, ist das Programm schlecht oder ist die Anwendung des Programms schlecht oder sitzt der größte Fehler nicht doch vor dem Bildschirm? Was übrigens gar nicht so selten der Fall ist. Das heißt, Fehler beim Setting bitte lösen, indem man das auflöst. Zweite Hälfte der Fehler, die wir im technischen Betrieb haben, in der Technik haben können, sind im Betrieb selber. Die kennen wir alle. White Screen of Death, Fehler 500, Elementor startet nicht, Zertifikatsfehler, all das Zeug, was so auftaucht. Was kann ich jetzt da machen? Frage, wer von euch gibt qualifiziert Geld aus für den laufenden Betrieb? So richtig, wo sagt, das ist mir was wert? Niemand? So richtig, gescheites Hosting, ordentliche Backups, einen guten Provider mit einem ordentlichen PHP-Rahmen, damit die Sache so richtig flutscht. Ha? Nein? Da oben sind wie viel? 7, 8 Hosting-Provider, die euch genau das erzählen, dass ihr das machen solltet. Ordentlich viel Geld ausgeben, damit das funktioniert. Und das ist das, was ich sage. Betriebsfehler, laufende Betriebsfehler, sind nur durch Aufwand zu vermeiden oder zu lösen. Das heißt, wenn ihr nicht Geld oder Zeit reinsteckt, dann werden die Fehler für euch irgendwann einmal einholen. Das ist so. Ich empfehle, gebt aus, was drin ist. Vor allem für gutes, schnelles Hosting. Es gibt bei diesen technischen Fehlern gibt's eine schöne Sache. Kunden lieben es grundsätzlich, wenn du sie darüber informierst, dass ein Fehler passiert ist, der behoben ist. Habe ich jetzt gehabt einen Fall. Das war ein Maps-Plugin. Google Map Darstellung eigene Punkte, irgendwas. Automatisches Update, Webseite weg, Admin-Login weg, es kommt ein E-Mail, das ist ja toll, WordPress aktuell toll, deine Seite kaputt, hier klicken, Wiederherstellungsmodus oder wie man das heißt, sicherer Modus. Und man konnte draufklicken, das Plugin zurücksetzen und es ist wieder gegangen. Die Downtime war 5 Minuten, weil ich zufälligerweise halt gerade vom Rechner gesessen bin. Und dann habe ich mir schon erlaubt, diesen Fakt dem Kunden zu kommunizieren. Warum mache ich das? Naja, der soll ja das wissen, wofür er seine Rechnung kriegt. Und der sagt, na, der Harry hat sich aber gekümmert. Coole Sache, ja. Die Leute lieben es einfach, wenn man sich kümmert und wenn sie nichts tun müssen. Aber informiert es. Also wieder einfache Sache. Das heißt, bei allen technischen Fehlern liegt die Lösung natürlich in der Kommunikation und natürlich in der Behebung der Fehler. Aber Fehler beheben ist unser normales Ding. Technische Fehler passieren die ganze Zeit. Sie sind vermeidbar, aber sie werden nicht vermieden. Normaler Alltag. Inhaltliche Fehler. Das Bild da. Schönes Bild. Das ist jetzt nicht nur im Web passiert, aber das Beispiel ist einfach so gut. Unser aktueller Kanzler in Österreich, die wechseln relativ häufig, der jetzt aktuelle Kanzler, der hat eine Kampagne gestartet, die heißt Glaub an Österreich, jetzt im Herbst. Das ist aus historischen Gründen ein bisschen zweifelhaft und das hat er illustriert. Wenn man ein Land glaubt, das wisst ihr, da muss man sparen, das ist super, und hat dieses Bild genommen zum Illustrieren. Leider sind das Rubelmünzen. Jetzt, wenn ich jetzt an Österreich glaube und Rubelmünzen einwerf, dann ist das ein inhaltlicher Fehler. Wer ist jetzt für den Fehler verantwortlich? Ihr, die ihr das Bild ausgesucht habt und nicht genau geschaut habt,
Naja, die Endverantwortung liegt eigentlich immer beim Betreiber der Seite. Der, der das Impressum schreibt, der drinsteht, ist schon, gerade bei den rechtlichen Sachen könnte man sagen, da hätte ich vielleicht als Webmacher mich auskennen müssen. Ja. Aber ich will ja nicht einseitig sein, diese Ungleichung, die da steht, 316 mal 72, also faktische Fehler, Rechtschreib- und Rechenfehler, ja, auch eine Sache, die sind eigentlich vermeidbar, man müsste nur ein bisschen nachrechnen. Diese Geschichte ist das Wahlergebnis der Obmannwahl der Roten Partei in Österreich bei der letzten Stichwahl gewesen. Und jemand hat gesagt, das geht sich mathematisch nicht aus. Das geht sich einfach nicht aus, ja? Da fehlt wer. Und dieser jemand hat dann nachgefragt, wo ist diese Stimme? Und bei dieser Gelegenheit ist man drauf gekommen, dass nicht nur die Stimme gefehlt hat, sondern die Spalten vertauscht wurden. Und deswegen ist jetzt ein gewisser Babler und nicht ein gewisser Doskozil-Obmann der SPÖ geworden. Ja? Ein Fehler inhaltlicher Art, furchtbar. So passiert. Übrigens, der Mensch, der das gemacht hat, war Journalist oder ist Journalist beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, beim ORF, was ein, ich weiß, off-topic, aber öffentlicher Journalismus, gute Sache, beibehalten. Ja, das kann man brauchen. Dann, Fehler ganz schlimmer Art, beliebige austauschbare Inhalte. Jetzt vielleicht mein T-Shirt bemerkt, ich bin kein großer Freund davon, dass AI Inhalte generiert. Besser natürlich blöd als künstliche Intelligenz, wenn ich es übersetzen darf. Ja? Wenn ich nichts zu sagen habe, bitte, dann macht es doch nicht. Warum muss man irgendwas reinschreiben, damit da was steht, wenn ich nichts zu sagen? Ich verstehe das nicht. Vielleicht bin ich zu alt. Ich verstehe es einfach nicht. Ja? Also das muss man nicht tun. Ja, Authentizität ist so eine Sache, auf die wir noch kommen. Bei den rechtlichen Geschichten wird es ein bisschen einfacher. Ich habe jetzt das mal nur kurz mit den schönen Schlagworten DSGVO, Impressum und Consent hingeschrieben. Da gibt's bitte eigentlich Kochrezepte. Da gibt's sicher jede Menge Talks in dem Zusammenhang, wie man das richtig macht. Da gibt's, je nach Land übrigens, gibt ja nicht eine DSGVO, sondern 27. Wem das nicht bewusst ist, dass wir ja eine österreichische andere haben als ihr und so. Das ist, weil eben nicht zu viel, sondern zu wenig reguliert wird, kommt dann zu viel Regulierung raus. Das passiert, aber das kann man lösen. Dann nehme ich halt das Borlabs Cookie Plugin, weil das halt so gut funktioniert und zahle halt die paar Euro dafür zum Thema Kosten im laufenden Betrieb, damit meine Einbindung wirklich rechtlich korrekt ist. Also inhaltliche Fehler sind einfach durch Nachdenken zu vermeiden und die Lösung ist natürlich die Kommunikation darüber und die Behebung der Fehler. Bei Inhalten ist es ein bisschen so wie beim Wein, gell? Gute Seiten werden mit der Zeit besser. Schlechte Seiten, ganz ehrlich, das Leben ist zu kurz, um schlechten Wein zu trinken, machen wir es doch einfach nicht. Ja? Also gute Inhalte, wichtige Sache. Und sehr ähnlich ist diese Geschichte aufgebaut, wenn ich um Designfehler rede. Design ist schwierig. Design hat mit Ästhetik und Geschmack zu tun. Und wir wissen, jeder, der schon mal gegessen hat, ist eigentlich automatisch ein Spitzenkoch. Ne? Das heißt, jeder, der schon eine Webseite gesehen hat, ist auch in der Lage, eine qualifizierte Designmeinung abzugeben. Das kann schief gehen. Muss aber nicht, weil wenn die Seite schier ist, aber funktioniert, Entschuldigung, hässlich ist, muss aufpassen, ich so. Eine hässliche Seite kann funktionieren, wenn sie konvertiert, wenn alles funktioniert, ja, dann ist sie halt hässlich. Entschuldigung, Amazon ist nicht schön. Ja, funktioniert. Also ist das in dem Fall kein Fehler. Das heißt, ob jetzt Ästhetik ein Fehler ist oder nicht, andere Sache. Dieser Fleck da, ich weiß nicht, das sieht man hier nicht so schön, das ist so ein Goldblatt-Ding auf dunkelgrauem Hintergrund. Echtes Beispiel. Das stammt aus einer, hat ein Profi-Grafiker, gibt mir halt das zum Umsetzen für die Webseite. Was wird das für ein Projekt gewesen sein? Bestattungsunternehmen, Schmuck, vielleicht noch. Ne? Ich finde, es passt nicht zum Ferienhaus. Ja? Jetzt bin ich aber geschmacklos. Im Sinne davon, dass ich als Dienstleister, als Freelancer keinen Geschmack zu haben habe, wenn der Geschmack von wem anderen beigestellt wird. Ja? Dann ist es meine Aufgabe, das umzusetzen. Ich habe es gemacht. In der Zwischenzeit
haben die dann, weil das halt nicht funktioniert, das wird es immer verbessert und verbessert und verbessert. Das heißt, hier wäre es richtig gewesen, das von Anfang an zu kübeln, nicht nur das neu zu machen. Es geht ein bisschen um User Experience, Typografie, kennen wir auch alle die Fehler. Das Beispiel drunter. Ich habe einen Kunden, das ist eine ganz kleine Geschichte, macht so Horsemanship. Ein bisschen Western reiten, ein bisschen gut mit Pferden umgehen, wie kriegt das Pferd dazu, doch in den Anhänger steigen und so. Und die haben es halt ein bisschen Western-rustikal. Und dann haben wir gedacht, ich gebe ihnen die Chance, gebe ihnen einen Font, damit sie die Überschriften Western-like machen können. Sie waren begeistert. Der ganze Fließtext bis hin zum Impressum, alles in dieser Schrift. Ja. Das sind einfach Designfehler, die funktionieren nicht wirklich. Jetzt macht er das selber. Ja, jetzt kann ich hergehen und sagen, mach's nicht, ja, weil eigentlich meine Aufgabe ist, mach es. Corporate Design, also Accessibility, habt ihr gerade einen Vortrag gehört, die da waren oder so, Softwareergonomie, das kennen wir, Fehlerseiten, die man nicht findet, Links und so Sachen, das gehört für mich in den Bereich rein, macht es einfach ordentlich. Wichtig ist für mich auch immer Authentizität. Das heißt, das schönste KI-Bild ist nicht so gut wie ein schlechter Shot am Handy, wo das Echte drauf ist. Ich bin dafür, dass es authentisch ist und wenn es nicht ganz eklig ist. Ja, es gibt natürlich Bereiche, da sollte man das nicht machen. Aber oder auch so Sachen wie andere Farben im Newsletter und auf der Homepage nehmen und so, das kommt nicht so gut. Das heißt, auch beim Design ist es ähnlich wie beim Inhalt. Ich finde, dass kleine, ständige Verbesserungen, Improvements eine Seite besser machen. Ja? Und darüber reden ist auch immer gut, weil wenn ich dann mit denen rede und sage, pass auf, vielleicht können wir die Schrift doch einmal auf eine lesbare Schrift ändern, dann ist das ein Improvement und funktioniert normalerweise ganz gut. Das ist der einfachste Bereich. Nee, in der Zeit geht sich aus. Der am Schluss ist. Es gibt zwei Möglichkeiten. Wer hat schon einmal für ein Projekt zu lang gebraucht? Sehr schön. Ne? Jetzt können wir die Gegenfrage machen. Wer hat einmal bei einem Projekt nicht so wenig Geld bekommen? Die gierigen Leute. Ja, ja. Also, es geht eigentlich nur um Zeit, um Geld, egal wie ich das Äquivalent hin und her rechne. Was ist die Lösung bei Kalkulationsproblemen? Was kann ich machen? Ja? Genau kalkulieren, alles aufschreiben, protokollieren und erbarmungslos abrechnen. Die Abrechnung ist die Rache des Freelancers. Ja? Und die braucht man, weil die sind gegen uns. Ja? Also wir brauchen diese Abrechnung. Und ich habe ein ganz simples Tool, das heißt Time, kostet $30 im Jahr oder sowas. Das rennt auf Shortcodes und wenn ich mir für irgendjemand tätig bin, dann läuft der Ticker und aus. Ja? Was ist denn einer der größten Diebe zum Thema Zeit? Das Telefon. Warum ist das Telefon so ein Zeitdieb? Weil die Leute nebenbei telefonieren. Beim Kochen, beim Autofahren wird telefoniert. Das heißt, telefonieren wird nicht als Arbeitsleistung anerkannt. Das kann ich ja nebenbei machen. Ja, aber dann, wenn ich es nebenbei mache, dann kann ich es nicht verrechnen. Also tut das nicht, telefoniert nicht. Das klingt jetzt radikal, macht stattdessen einen Termin aus, geht's in die Zoom-Konferenzen. Weil, wenn euch das Gegenüber sieht, dann arbeitet ihr. Ihr sitzt nicht im Auto, ihr kocht nicht, ihr arbeitet. Ja? Das Telefon ist sowieso schlecht, weil ein Anruf, der 2 Minuten dauert, kostet, glaube ich, im Kopf 8 bis 10 Minuten und so weiter und unterbricht die Task. Also, weg mit dem Telefonieren, so als kleine Geschichte nebenbei. Das heißt, wenn ich Fehler habe in der Kalkulation, Kontrolle, 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 ja, und drüber reden. Seitdem ich meinen Kunden, ich bin wirklich brutal, ich rechne Minuten genau ab. Dafür habe ich einen geringen Stundensatz, aber ich rechne Minuten genau ab. Da steht von 4.07 Uhr bis 4.12 Uhr auf der Liste. Die kriegt er mit. Seitdem ich meinen Kunden die Liste mitschicke, habe ich nie wieder über die Höhe der Abrechnung diskutiert. Ist eine Empfehlung. Du hast gesagt, du bist nicht gut im Design. Ja. Das Design mache ich im Badezimmer oder auf dem Fahrrad. Ja, aber das sagst du ihm doch nicht. Nein, aber
aber da kann ich keine minutengenaue Abrechnung. Das Design, das entsteht manchmal. Wenn du den Nike Swoosh machst da, ja, in 17 Minuten und der geht Weltmarke, dann reden wir jetzt über Pauschalierung. Wann kann man denn pauschalieren? Wenn man es genau abrechnet, wenn man es eingrenzen kann, dann kann man das natürlich machen. Grundsätzlich sind pauschalierte Sachen oder Wartungsverträge für uns Freelancer und für uns Kleinen gute Sachen, weil im ersten Moment glaubt der Kunde, hey, da kriege ich jetzt was billiger, den frage ich jetzt dreimal und das macht er. Im zweiten Moment fragt er einmal und dann hat er es darauf vergessen und dann tickt die Uhr für euch. Ja? Und das ist schon so, aber das muss sich jeder selber rausfinden. Also, wir haben folgende Fehler, die wir vermeiden können in Kommunikation, Technik, Inhalt, Design und Kalkulation. Die gute Nachricht eben, es ist vermeidbar. Die schlechte ist, sie werden auf jeden Fall passieren. Die gute Nachricht ist, wenn ihr darüber kommuniziert, dann steigt euer Wert als Friendly Expert. Und das wollt ihr sein. Ihr wollt freundlich sein und Expert sein. Und deswegen redet über die Sachen, die ihr tut. Jetzt gibt es noch eine Kategorie, da ganz am Schluss, das geht sich noch aus, die ich noch anführen will. Fatale Fehler, das ist so, das trübt dich schon, die Dreifaltigkeit des Fatalismus, ne? Tod, Unfall und Krankheit. Ne? Was machen wir jetzt, wenn wir jetzt tot umfallen? Na, wir selber nichts. Ne? Aber was passiert? Jetzt ist das, kannst du sagen, ist mir eh wurscht. Entschuldigung, ist mir gleichgültig. Das ist ein bisschen asozial, dem gegenüber, der nachher aufräumen muss. Ich hatte gerade einen Todesfall und habe dann irgendwie in den Computer nicht rein können und nichts. Deswegen möchte ich euch ganz zum Schluss ein kleines Konzept vorstellen, das ich Red Folder nenne und den habe ich wirklich. Das ist der Original Red Folder. Da drin steht zum Beispiel mein Zugang für mein OnePassword. Da drin steht aber auch die Adresse, ausgedruckt auf Papier übrigens, wem bitte, wer anzurufen ist, der mit dieser Information auch was anfangen kann, weil meine Frau kann das nicht. Sie sagt, ah, ich muss den Markus anrufen, der kann mir dann helfen. Das muss jetzt gar nicht ganz schlimm sein, ich kann ja wieder zu mir kommen und nächste Woche wieder aufwachen und so weiter. Aber damit besteht die Möglichkeit mit diesem Konzept, und das ist bei mir gepaart, das heißt, ich habe es digital. Und wenn eine Adresse sich ändert, drucke ich das aus, das liegt irgendwo im Safe und nur sie kann darauf zugreifen, dann kommt man in die Geräte rein. Ja? Ich bin immer so stinkig und da stehen halt auch die Accounts, die Social Media Accounts. Ich habe einen Freund von mir, war auch Hoster, ist jetzt, glaube ich, vor 4 oder 5 Jahren gestorben. Ich glaube, die letzte Nachricht auf Facebook ist keine 3 Monate alt, ja, von ihm. Also das passiert einfach, wenn die Accounts nicht gelöscht werden. Das ist jetzt vielleicht nicht der lustigste Abschluss, aber das möchte ich euch ein bisschen ans Herz legen, einmal darüber nachzudenken, was passiert, wenn ihr nicht da seid. Ich habe ungefähr 800 Passwörter und die ganzen Zugangsdaten, die Lizenzen, die meine Kunden nutzen, so, die habe alle ich. Und was ist, wenn ich weg bin? Ja? Hängt es euch auf, ist nicht nett. Deswegen nicht aufhängen, sondern einfach ein bisschen darüber nachdenken und das unter Umständen vorbereiten. Damit bin ich okay zeitlich? Ja, passt. Ja. Noch ein bisschen zu mir, wer mehr mit mir zu tun haben will, auf LinkedIn, das Allerwichtigste, es steht da ganz unten, 6. April 24, ist der Konferenztag, da lacht der Alex, der Konferenztag des WordCamp Vienna. Ich selber mache eben so Schulungen und das ist mein Elementor Pro Scriptum, das könnt ihr euch kostenlos downloaden. Ja, vielen Dank und das Wichtigste, seid einfach großartig, weil das ist das, was uns ausmacht. Danke.